Heute dreht sich bei uns alles um das Klimapaket. Dafür stellen wir euch das Klimapaket der Politiker für Deutschland 2019 vor und bewerten es. Zusätzlich haben wir ein Klimapaket erstellt, was wir bräuchten, um die Klimaziele von Deutschland zu erreichen. Das Klimapaket 2019 beinhaltet die Bepreisung von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas, die 10 Euro pro Tonne kosten sollen. Der Preis soll bis 2025 aber schrittweise um 35 Euro steigen. Wenn der Preis schrittweise immer teurer wird, dann tankt immer weniger Verbraucher Benzin, weil es den Verbrauchern einfach zu teuer wird. Dies soll bewirken, dass wir Verbraucher zu E-Autos umsteigen. Es soll aber auch im Verkehr teurer werden. Jeder Autofahrer muss pro Kilometer 35 Cent statt 30 Cent für die Steuer bezahlen. Das soll aber erst ab 21 Kilometern sein und bis Ende 2026 gehen. Die Koalition hat auch vor, das Bahnfahren billiger zu machen. Im Gegenzug sollen die Tickets im Fernverkehr auf 19-17% sinken. Es soll sogar für E-Autos unter 40.000 Euro eine Kaufprämie geben. Außerdem soll es beim Heizen ab 2026 in jedem Gebäude verboten sein, eine Ölheizung einzubauen. Stattdessen sollen klimafreundliche Wärmeheizungen eingebaut werden. Man kann aber jetzt schon eine alte Ölheizung gegen eine klimafreundliche Wärmeheizung austauschen. Wer das macht, kriegt eine Austauschprämie von 40%. Der Ausbau des Ökostroms soll beschleunigt werden. Momentan können nicht so viele Windräder auf Land aufgestellt werden, weil darüber viele Klagen und lange Genehmigungsverfahren gibt. Damit es mehr Windräder gibt, sollen Kommunen einen finanziellen Anteil am Betrieb von Anlagen bekommen. Seit 1990 hat Deutschland seinen Treibhausgasausstoß um 32% reduziert. Obwohl das sehr gut ist, wird Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2020 nicht erfüllen, da eigentlich geplant wurde, den Treibhausgasausstoß bis 2020 um 40% zu reduzieren. Heißt also, dass nur noch 8% fehlen. Die größte Ursache für den Treibhausgasausstoß ist der Verkehr im Gebäudebereich, zum Beispiel Autos, Häuser mit Schornstein, Strahlwerke und Raffinerien. Das Klimapaket, das wir bräuchten. Der öffentliche Nahverkehr müsse zum Beispiel billiger werden. Um das Autofahren zu reduzieren, sollte zukünftig die Steuer für Bahn- und Zugverkehr weniger werden. Und die Anwohner in den jeweiligen Orten sollten umsonst den Nahverkehr nutzen können. Außerdem sollte man, um den Klimawandel zu stoppen, die Inlandflüge in Deutschland komplett verbieten, da diese nur 27 Euro pro Flug kosten. Und für Auslandflüge muss es eine viel höhere Steuer geben, damit nicht mehr so viele Leute fliegen. Die Mehrwertsteuer auf Fleisch liegt in Deutschland bei 7%. Sie müsste in der Zukunft aber bei 19% liegen, damit nicht mehr so viele Kunden das schlechte Billigfleisch kaufen. In der Zukunft müssen die Benzinkosten erhöht werden, damit nicht mehr so viele Leute mit dem Auto fahren. Heute kostet Benzin zwischen 1,36 Euro und 1,48 Euro. In der Zukunft muss Benzin bis zu 4 Euro erhöht werden oder mehr. In Deutschland, aber auch generell auf der Welt, wird überall viel zu viel Plastik gekauft und wieder weggeschmissen. Auch wenn auf vielen Plastiktüten steht, dass sie recycelt werden, ist es meistens so, dass der Plastikmüll erstmal in andere Länder verschifft werden muss und dort verbrannt wird. Dadurch, dass das Plastik verbrannt wird, entstehen giftige Gase, die die Menschen in den anliegenden Dörfern einatmen und ersticken. Meistens werden auch nur 50% recycelt und der Rest verschwindet zum Beispiel ins Meer. Deswegen sollten auch keine Plastikobstbeutel mehr in den Märkten wie zum Beispiel Rewe und Aldi verkauft werden. Klimaneutrale Industrien müssen vom Staat unterstützt werden, damit sie andere Fabriken und Industrien sich ein Beispiel daran nehmen. Jedes Produkt sollte mit einem Siegel versehen werden, auf dem eine Weltkarte zu sehen ist, auf der mit einem Punkt gekennzeichnet ist, woher es kommt, damit den Konsumenten klarer ist, was sie da kaufen. In großen Städten sollten Stadtkerne und anliegende Wohngebiete autofrei werden, damit der öffentliche Nahverkehr mehr genutzt wird. Die Klimaforschung sollte mit mehr Geld unterstützt werden, um Lösungen zu finden. Die illegale Müllverschiffung, vor allem von Technik, sollte gestoppt werden. Dazu sollte es eine bestimmte Polizeieinheit geben.
Bis 2030 soll es 80% Ökostrom in Deutschland geben. Danke fürs Ansehen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was dazugelernt. Unsere Quellen sind GroKo-Maßnahmenpaket, die Klimapläne im Überblick, Tagesschau.de, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und unsere eigenen Informationen.